Hallo, hier ist wieder der Brandon von PvPlay.de und ich berichte nochmal live aus dem Dachstuhl von Dales neuer Bude. Und ihr wisst es noch nicht, denn die Folge kommt jetzt gleich noch, aber bei der Aufnahmesession gab es leichte Tonprobleme und die Tonspur ist ein bisschen verzogen. Ich habe versucht, das wieder halbwegs auszubügeln. Ich hoffe, es hat weitestgehend geklappt. Bei der Begrüßung gibt es allerdings ein paar Unstimmigkeiten, da fehlt irgendwie ein ganzes Stück. Aber des Spaßes wegen habe ich alles drin gelassen und das seht ihr dann in der ersten Folge dieser Session. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch trotzdem jetzt viel Spaß mit der Folge und guckt bis zum Ende. Tschüss. Und ich bin der Dale von pvplay.de. Hallo, hier ist wieder der Brandon in der Singleplayer-Aufnahme. Wir sind natürlich die Jungs von pvplay und ich bin der Brandon und das ist der Dale. So, um das altbekannte Muster auch wieder einzuführen. Und ich hau jetzt mal ab, ich habe auf Dales Dachboden nichts verloren. Hast du dir meinen Dachboden nochmal genau angeguckt? Wundervoll, ich gehe mal lieber wieder in mein Haus. Wie scharf der aussieht. Hier springen irgendwo Spinnen an die Häuser, kann das sein? Das ist ja ich furchtbar. Hey, ach da! Ja, hört sich so an, ne? Dreckspinne. Schwert. Komm her! Niedergestreckt, die Sau. Was voll doof ist, habe ich die ganze Zeit Starbound gespielt, da musste E drücken, um die Türen zu öffnen und ich stehe vor der Tür und drück E und hab dann natürlich das Omenü. Weißt du, was witzig ist? Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Die Türklicken sind jetzt bei mir auch richtig. Ja, siehst du? Ja, ich hab das gesehen im Video, das ist bei mir nicht gewesen. Auf gar nicht. Die waren immer richtig. Bei mir war das auf einer Seite verkehrt rum. So, was braucht man denn noch hier? Hallo Hallo Spinne. Hab grad mal Tab gedrückt und irgend so ein komisches Menü gefunden. Naja. Ein komisches Menü bei Tab? Ja. So ein Server-Ding ist das wahrscheinlich. Ach so, das ist hier die. Ja, alles Spieler da ist, denke ich. Ja. Kannte ich aber noch nicht. Ich bin gerade noch in Cube World. Hab Tab gedrückt aus Versehen. So. Wollten wir den Dachboden jetzt noch fertig bauen oder heute wird anders in Angriff nehmen? Ja, was wollen wir sonst machen? Oh, Scheiße. Das ist mir tun wir so eine neue Axt. Komm her, du Spinne! Zack! In die Rippen! Axt. Schwuppu, Spinni. Axt. Was? Ach. So, ne, wir haben nur einen. Oh, verdammt. Da machen wir eine Steinaxt. Verdammt, noch eins. Fertig. Was? Verdammt, noch eins. Ja, ja. Ja. Und da bauen wir uns gleich eine neue. Ui, PvD hat einen Erfolg. Zwei Erfolg. Zwei Erfolgs. Ah ja, die sind immer zurückgesetzt hier auf dem Server, kann das sein? Ja, komisch. Kann sein, dass das wegen dem Update war. Wegen 1.7.4. Ja, das kann auch sein. Du hattest ja beim letzten Mal schon 1.7.4. Ich wollte es dir echt nicht glauben, aber es war Tatsache. Ich habe den Screenshot gesehen. Mysteriös. Ja, ich schmink dich doch nicht an. Nee, natürlich nicht. Wird mir nie einfallen. Der Salo, der wird das machen, aber... Ja, sicher. So. Was fehlt denn eigentlich noch? Also Fackeln würden auf jeden Fall mal fehlen. Habe ich gar keine. Aber so ist das ja doof. Ja, ich habe noch Fackeln, glaube ich. Ja, ich brauche erstmal Stöcke. Ich habe noch 13 Fackeln, wenn du willst. Ich brauche erstmal Bretter. Nee. Passt schon. Das passt schon. Wir waren schon lange nicht mehr in der Burg oben, ne? Unserer schönen... Burg. So. Ja, ja. Da war doch schon wieder irgendwas. Was? Wo war was? Ich hab so gehört. Waren die Nachbarn wahrscheinlich. Kann sein. Die machen das schon mal. Ja, deswegen. Ich pflanze mal die Bäume hier deswegen. Neu, ne? Ja, mach mal. Hui.
hier alles abholzen, dann müssen wir auch für Nachschub sorgen, ne? So machen wir. Hier so eine Leiter. Ach ja, weil hier so ein, genau, ich hab keine dran. Was machen wir jetzt überhaupt? Haben wir uns jetzt auf was geeinigt? Nee. Ich habe aber eine Idee. Ja? Was denn? Ja. Ich baue mir noch einen Keller hier. Mach das. Du bist ja der Meister im Häuserbau, hab ich gesehen. Sollen wir die Keller verbinden? So einen großen Keller, meinst du? Ja. Ach, scheiße. Ich habe keine Leitern mitgenommen. Hast du welche da? Aber nicht viele. Mach doch welche aus Stöcken. Ich bin im Loch. Dann hast du wohl gelitten. Wo bist du denn? Hast du schon ein Loch gebuddelt bei dir? Ja, siehst du. Ach da. Holz bringt mir nichts, ich muss Leitern haben. Du bist ein Penner. Ach. Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen, wenn es so dunkel wird. In welche Richtung ist dein Haus? Ist das in die Richtung? Nee, in die, wo ich guck. Also in die Richtung? Ja. Bist du sicher, dass dein Haus... Buddel mal. Buddel mal ein. Nee, da ist nicht dein Haus. Wieso komme ich hier nicht raus? Weil da unten noch eine Leiter fehlt. Werf eine runter. Also, wenn du vor der Leiter stehst, links ist mein Haus. Ich trau dir nicht. Ist aber so. Wie tief machst du das? Warte, ich guck gerade. 1, 2, ne, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ach, scheiße, 1. Kannst nicht zählen, kann das sein? 6 bin ich. 6 tief. 6 tief. Okay. Also, der 6. ist der, wo ich stehe, ne? Okay. Das wird also, wie das aussieht, ist das nur Erde. Ich wurde da bestimmt zu tief, aber ist egal. Zack, hier gehe ich wieder runter. Ach, die Leiter muss ich ja hier haben. Zack. So. So, wo bist du denn? Ja, Tag. Meine Schippe ist gerade kaputt gegangen. Ah, ich hab noch, da bin ich. Die zweite. Ist dein Haus hier so zu Ende an der Stelle? Das ist, glaube ich, schon die Mauer hier. Geh mal weg. Ach nee, genau, ich hab da einen Pfeiler. Deswegen, ich hab da meinen Treppenpfeiler. Meinen Leiterpfeiler. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 tief. 5 lang, meine ich. So, dann müssen wir jetzt hier in die Richtung nochmal zum Brennen gehen, ne? Oh, meine Spitzaxe ist kaputt. Hallo. Ach, da ist er schon. Ja, ich hab mitgebuddelt. Wunderschön. So, dann müssen wir jetzt in der Mitte alles wegholen, ne? Genau. Mach mal die Steine, genau, ich mach dann die Erde mal. Das ist aber jetzt nur ein Haus, oder sind das schon beide jetzt? Jetzt sind schon beide. So klein sind wir. Hier ist mein Treppenaufgang. Ja. Wie hoch wolltest du das machen? Machen wir hier noch eine Ebene weg, ne? Meinst du? Meinst du? Ja. Drei würde ich auf jeden Fall, dass wir über dem Kopf nur einen frei haben. Ja, das stimmt. Das ist, sonst stößt man sich nachher noch die Birne an. Richtig. Ne? Ja, hier, die können wir auch noch was machen, die Reihe.
Können wir hier das Bett vom Salo aufstellen? Sollen wir die Wände und das alles noch schön anpassen? Die Wände würde ich auch noch anpassen, ja. Wir wollen ja nicht in so einem Dreckskeller wohnen hier, oder? Eben, ich habe hier nämlich noch ein paar Steinchen. Da sollten wir noch ein paar brennen gehen. Brennen! Ja, warte, ich buddel das weg. Ich habe auch noch 44 von den gebrannten Steinen. Ja, sollten wir uns auch mal ein paar neue brennen, vielleicht noch. Mhm. Doch, schon viel schöner als so, ne? Oh, Schippe schon wieder kaputt. Jetzt habe ich keine Schippe mehr. Hui. Ach, den Dreck, den buddel ich mal mit den Händen. Da brauche ich keine Schippe für. Ich brauche mir immer eine Schippe. Hast du noch die gebrannten Steine jetzt da? Die habe ich in meiner Tasche, ja. Bringe ich mit. Meine sind jetzt fertig. Hui. Zack. Packen wir die mal da. Dahin. So. Die Leiter nochmal abbauen, ne? Das soll die auch an so einem Stein dran machen, oder? Ja, könnte man machen. Ne, war einer zu weit, ne? Ne, doch, ist richtig. Aber irgendwie. Guck mal, bei mir ist das einen weiter nach hinten. Ja, bei mir, ich hab doch hier den. Das ist in der Wohnung. Der Holzblock hier. Ja. Ach so, okay, ich verstehe. Ich mach mal da noch eben den einen. Und dann. Hast du jetzt noch Leitern? 3 Stück habe ich, ja, die habe ich aufgenommen. Warte, hier. Liegen hinter dir, ne? Ja. So. Wo hast du den weggemacht? Hier. Die Reihe kann aber schon weg hier, ne? Die kann mit Steinen zu jetzt. Ja, genau. Boden auch mit Steinen? Ah, ich habe keine Steine mehr, jetzt müssen wir neue brennen. Ja. Hier deine Leiter müssen wir auch noch machen dann, ne? Die paar. Ja, da bin ich gerade dabei, wir müssen nur rauskommen, aber bei dir ist ja wieder fertig, ne? Upp. Ja, hier kommen wir hoch. Ah, jetzt ist natürlich Nacht. Aber ist egal. Lassen wir die Decke dann aber trotzdem aus Erde? Ja, können wir erstmal so lassen. Oder sollen wir die aus Holz machen? Können wir aus Holz machen. Guck mal. Wieso ist jetzt 2 Löcher da drin? Was? Hier ist ja auch noch ein Loch. Ja, da habe ich mich eben runtergebuddelt. Da musste ich unten nicht zählen. Ach so. Ist ja wieder faul gewesen. Richtig. Ich gehe gerade mal in die Sturmfeste und brenn mir hier ein paar Steine. Oh. Ja, hast du Kohle bei? Ja. Hier ist auch noch Holzkohle. Ach, ich hab selber Kohle. Ich nehme mal gerade die Holzkohle raus und schmeiß die in den anderen Ofen. Dann nehme ich den Sand da aber raus und schmeiß da die Steine rein. Ich habe hier jetzt auch einen Ofen drin, bei unserem Haus. Ah, das ist gut. Hier sind noch mehr Steine. Dann schmeiß ich die mal unten rein. Zack. Dann haben wir auch nochmal ein paar Steine, weil ich Steine vorher brauchen. So, keine Dinger mehr hier. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ah, zack. Oh, ich hab noch 3 Pfeile, wenn du da was haben willst. Kannst du mir geben, ich hab noch 2. Ja, da habe ich schon wieder so viel, ich schmeiß es gleich mal weg. So viele ich habe gerade Zombiefleisch gegessen. Ja. Und ich bin nicht krank geworden. Man wird ja auch nicht immer krank. Oder? Machst du das nicht jedes Mal? Ich glaub nicht. Ja, yeah, technischer Fortschritt. Was hast du denn gemacht, technischer Fortschritt? Ich habe eine Hacke repariert mit einer anderen.
Wenn du beide in das Kraft, in die Workbench packst, dann reparierst du die, wenn die angeschlagene Haltbarkeit haben. Und dann ist wieder beide voll? Nee, voll nicht. Dann ist, hast du nur eins noch. Das ist aber dann voller. Du opferst quasi eine, um die andere zu reparieren. Okay, habe ich verstanden. Zack. Lohnt sich dann bei teuren Sachen, ne? Ja, kann man machen, wenn du die eh über hast. Wenn die eh fast kaputt sind, dann schmeißt du die zusammen, du verlierst da nichts durch. Dann hast du halt, musst nicht drei rumschlagen, sondern hast halt nur noch eine. Ich habe gesehen, warum der Keller so klein ist. Weil? Weil ich vorne an der Ecke vom Haus angefangen habe und du hinten. Verstehe ich nicht. Der Keller ist im Grunde jetzt nur unter deinem Haus. Ja. Nicht unter meinem. 1, 2, 3, 4. Ach so. Also fehlt dein Haus noch. Ja, ja, genau. Ach so, warte. Was mache ich denn hier? Ich laufe mal wieder zurück. Ich brauche doch die gebrannten Steine.